unseres Podcasts zwischen Wedau und Westende, der neue offizielle MSV-Podcast. Mein Name ist Martin Haltermann und ich spreche heute mit Ivo Grilic. In den nächsten Wochen und Monaten dürft ihr euch an der Stelle natürlich auch auf weitere Interviews und Inhalte aus und rund um euren Spielverein freuen. Viel Spaß beim Hören der Folge und herzlich willkommen, Ivo. Hallo. Ja, hallo Martin. Ivo, wir haben uns hier gesetzt mit Blick auf den Rasen der Schauinsland-Reisen-Arena. Das war eine Scheißzeit ohne Zuschauer, oder? Ja, absolut. Ich sag mal, wir spielen ja auch wegen den Zuschauern und natürlich haben die Zuschauer uns gefehlt und wenn ich halt immer daran denke, erst recht jetzt auch bei dem Blick in der vergangenen Saison, wie sie uns nach vorne gepeitscht haben, immer wieder unterstützt haben, wie die Mannschaft das genossen hat, vor den Zuschauern zu spielen, tut es natürlich weh, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ohne Zuschauer spielen. Wir werden ein bisschen zurückblicken, aber blicken natürlich auch nach vorne. Am 1. August ist Trainingsstart. Gibt's dann schon neue Gesichter? Ja, wir freuen uns ja, dass es wieder losgeht und die Jungs auch. Und natürlich hoffe ich, dass wir im Gegensatz zur letzten Saison dieses Jahr zum Saisonstart viel mehr neue Gesichter dabei haben, beziehungsweise den Kader einigermaßen schon komplett haben werden. Aber nichtsdestotrotz, durch die Corona-Zeit wird sich vielleicht auch einiges ziehen. Man kann als Verein vielleicht auch ein bisschen warten, dadurch, dass es eben sehr viele Spieler auf dem Markt geben wird. Wenn man einfach beobachtet, ist ja noch nicht so viel passiert auf dem Transfermarkt. Und ich glaube, wenn das einmal ins Rollen kommt, dann kann es wirklich Schlag auf Schlag gehen. Aber wir haben da auch gar keinen Druck. Im letzten Sommer sind wir, glaube ich, mit 8 Feldspielern ins erste Training gestartet, hatten keinen Torhüter mit dabei. In diesem Jahr werden es also definitiv ein paar mehr sein. Ja, dadurch, dass wir ja schon mehrere Spieler unter Vertrag haben, werden es deutlich mehr sein. Ja, ich kann mich erinnern, letzte Saison war, glaube ich, auch Jonas Brendig, der eben an dem ersten Tag ausgefallen ist. Aber auch da haben wir auch, sage ich mal, erst relativ spät die Lizenzerteilung erhalten. Und das war unter anderem ein Grund, warum wir dann eben erst mit 8 Spielern gestartet sind. Du hast gerade angesprochen, Corona hat den Transfermarkt auch durcheinander gewirbelt. Wie schwer oder besser gefragt, wie anders war eigentlich die Kaderplanung in diesem Frühjahr mit Thorsten Lieberknecht, mit unserem Cheftrainer und auch mit Chris Schmoldt, unserem Chefscout? Der hat ja jetzt auch monatelang Spiele nur noch im Fernsehen sehen können, keine Spieler mehr vor Ort beobachten können, du natürlich auch nicht. Was war anders? Eigentlich war alles anders, wie vorhin auch erwähnt. Ohne Zuschauer zu spielen, das ist schon mal nichts Schönes, ne? Und was das angeht, natürlich mein Trainerteam, unsere Scouts wie auch ich haben sehr viel eben über Videos geschaut, um eben, sag ich mal, die Spieler, die für uns interessant sind, eben dann noch ein genaueres Bild zu bekommen. In der Corona-Zeit gingen dann aber auch nicht die persönlichen Gespräche, weil man dann eben sagt, okay, Kontaktverbot und das war alles nicht so einfach. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Das andere, man muss sich daran gewöhnen, dass man eben sehr viel telefonisch macht, dass man sehr viel über Videos macht. Jetzt gehen natürlich wieder die persönlichen Gespräche und da sind wir im vollen Gange und hoffen natürlich für uns die richtigen Spieler zu gewinnen. Einer unserer Jungs, der in der vergangenen Saison viele begeistert hat, war Yassin Ben Balla. Werden wir ihn nochmal sehen in Zebrastreifen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Natürlich würden wir alle gerne Yassin noch 1, 2, 3, 4 Jahre bei uns sehen wollen. Fakt ist aber einfach, dass Yassin die Chance genutzt hat, die er sich aus meiner Sicht erarbeitet hat, weil wir ihn aus Oberhausen geholt haben. Und das ist einfach ein Junge, wo jeder andere Verein eine Riesenfreude mit dem Spieler haben wird. Und natürlich gibt es dann immer wieder Fragen, warum hat denn Yassin nicht 2, 3, 4 Jahre unterschrieben? Und da glaube ich ganz einfach, hätten wir alle eine Glaskugel, dann wären wir ganz woanders. Und im Nachhinein weiß man es immer besser. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass sich Yassin so bombastisch entwickelt hat, wo man dann einfach sagt, da muss man auch sagen, okay, wir haben Yassin ein Jahr bei uns spielen sehen können, der so eine tolle Entwicklung genommen hat, dass man dann auch sagen muss, okay, er hat sich das verdient, eben dann höherklassig zu spielen. Ohne dass wir jetzt jeden einzelnen mal durchgehen, einer, der auch viel Spaß gemacht hat, der jetzt von unseren Fans gewählt die Bude des Jahres gemacht hat gegen Uerdingen, war Leroy Mikkels. Auch den hast du aus dem Nichts geholt.
Ja, auch Leroy, ein toller Charakter, viele Fähigkeiten. Ich meine, ich kenne ihn noch aus der Jugendzeit bei Gladbach. Und das sind eben Dinge, wo ich sage, er bringt so viel Potenzial und so viel Qualität mit. Ist dann mal kurz vom Weg abgekommen und wir haben ihm eben eine zweite Chance gegeben, die er auch im Probetraining genutzt hat, auf sich aufmerksam gemacht hat, der seine Qualitäten gezeigt hat. Und ich freue mich eben, dass so ein Junge dann eben die Chance nutzt und dann eben aus der Oberliga zu uns gekommen ist und gezeigt hat, was er kann. Der macht auch weiter bei uns, da wird nichts passieren. Aber es gibt noch ein paar andere Namen, die gerade bei den Fans auch ja doch intensiv diskutiert werden, ob sie denn bleiben oder nicht. Das ist ein Arne Sicker, ein Joshua Witter oder auch ein Conor Krempiki. Ja, die zwei Erstgenannten haben ja bei uns Vertrag. Das ist jetzt, da bin ich total entspannt. Ich meine, natürlich gibt es Anfragen, natürlich sind das Spieler. Ich meine, Josh Witter aus der zweiten Mannschaft geholt, Sicker aus der zweiten Mannschaft geholt, die Regionalliga gespielt haben, beide, die eine tolle Entwicklung genommen haben. Josh leider noch immer verletzt, auf einem guten Weg zurück ist. Wie gesagt, da bin ich entspannt. Wenn ein Verein kommen sollte und legt wirklich sehr viel Geld hin, natürlich müssen wir als Verein dann überlegen, ob wir das machen oder nicht. Aber Stand heute gehe ich davon aus, dass sie beide bei uns bleiben. Und bei Connor ist es einfach so, dass er ein Angebot vorliegen hat, dass wir auch mit ihm im Austausch sind. Angebot von uns. Ja, Angebot von uns natürlich. Wäre natürlich schön, wenn er uns ein Angebot macht und sagt, okay, er bringt Geld mit. Nein, Spaß beiseite. Angebot von uns und da werden, denke ich mal, in den nächsten 3-4 Tagen, da wird dann auch eine Entscheidung fallen. Ja, du hast gerade angesprochen, wenn mal jemand kommt und Geld auf den Tisch legt, wie wichtig sind im Moment Ablösesummen für den MSV? Ja, generell ist es ja so, dass wir immer sagen, wir wollen junge Spieler ausbilden, weiterentwickeln und man kann dann als Verein Ablöse regenerieren. Ist das natürlich immer auch ein Kompliment an den NLZ, Jugendarbeit, auch dann, sage ich mal, für uns als Verein. Ich glaube, in unserer Situation ist es sicherlich wichtig, ne? Dadurch, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind und wir haben in den letzten Jahren eigentlich einige Transfererlöse erzielt. Und aber wie gesagt, wir wollen auch in dieser Saison wollen wir einen tollen Fußball spielen und hoffentlich auch so schnell wie möglich wieder mit Zuschauern. Und dann sind eben die Spieler schon für uns wichtig und auch ein Bitter, auch ein Sicker sind halt für uns schon tragende Säulen, die eine gewisse Qualität haben und die wird es, die dann zu ersetzen, das wäre eigentlich sehr, sehr schwer und dadurch sind da schon Eckpfeiler für uns. Du hast gerade das NLZ, die Talente angesprochen, immer wieder in den vergangenen Jahren. Jetzt hat Darius Cendovian aus der U19 einen Vertrag bekommen für die neue Spielzeit, hat in Corona auch schon mit reingeschnuppert, hat auch seinen ersten Einsatz gehabt, hat sich gezeigt. Was traust du ihm zu? Ja, generell muss ich erstmal ein großes Lob an Uwe Schubert, unseren NLZ-Leiter, geben, wie auch an den ganzen Trainern im NLZ bei uns, weil die machen eine hervorragende Arbeit. Und wenn man eben sieht in den letzten Jahren, wie viele Spieler wir aus unserer Jugend eben nach oben gebracht haben, ist es, denke ich mal, wenn man die ganzen Ligen sieht, eben keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich, Darius hat extrem viel Potenzial und ich glaube, wenn sich der Junge weiterentwickelt, kann er auch bei uns eben den nächsten Schritt machen, so wie Gimbalis, der jetzt das erste Jahr nach der A-Jugend hervorragende Saison gespielt hat. Natürlich immer, man darf immer nicht vergessen, dass eben junge Spieler auch gewisse Fehler machen, aber den muss man denen eingestehen, sie müssen lernen, aber nur so werden sie sich entwickeln. Und wichtig ist immer, wenn man eben einen Fehler macht, dann muss man eben aufstehen und es eben besser machen. Und da glaube ich einfach, wenn man dann sieht, auch ein Dashi, der davor den Sprung geschafft hat, da gibt es einige. Und wir werden jetzt auch Williams, der aus der A-Jugend rauskommt, mal als Innenverteidiger die ersten 2 Wochen bei uns mittrainieren lassen und um dann zu sehen, ob das auch ein Junge ist, den wir dann eben weiterentwickeln können. Ingo Wald hat die Tage gesagt, der Etat ist ein bisschen geringer als in der vergangenen Saison. Du warst aber auch, das ist damit drin, fleißig Klinken putzen, hat er gesagt. Wie stellen wir uns das vor?
Ja, der Etat ist leider geringer ausgefallen, aber wie gesagt, was ich hier gelernt habe, ist eben nicht zu jammern, sondern anzupacken. Und natürlich macht man sich dann als Sportdirektor dann Gedanken, wie kann man dem Verein helfen, damit eben der Etat einigermaßen oder dass er wieder an das Niveau kommt wie letzte Saison. Und da bin ich mir dann auch nicht zu schade, eben Klinken zu putzen, um eben gewisse Kontakte zu nutzen, um zu sagen, wie sieht's eben aus, könnt ihr helfen? Und natürlich darf man eins nicht vergessen, Corona-Zeit hat viele sehr hart getroffen und deswegen muss man da auch immer ein Stück weit vorsichtig sein, aber ich bin immer ein Mensch, mehr als Fragen geht nicht und für mich ist immer wichtig, eine Antwort zu bekommen, egal ob es ja oder nein ist, aber eben wichtig zu fragen und da glaube ich eben, dass ich vielleicht einen Teil helfen kann, um dann eben unsere Mannschaft so stark wie möglich aufzustellen. Nur zum Verständnis, du hast also jetzt nicht noch Marketingaufgaben übernommen, um neue Sponsoren zu finden. Die sind uns ja auch alle treu geblieben und du hast es gerade angesprochen, Corona-Krise. Das ist auch nicht leicht bei denen, trotzdem bleiben alle am Ball. Das heißt also, du hast persönlich mit Menschen gesprochen, die die Chance haben, mit Spenden zu helfen. Absolut, natürlich. A, persönlich, B, vorbeigefahren, ob es beim Essen war oder beim Kaffeetrinken eben die Situation erklärt. Damit sie auch wissen, warum, weshalb ich eben vorbeigekommen bin. Und das ist so eine Goodwill-Aktion von eben unseren Gönnern. Und natürlich, ich glaube, wenn ich jetzt noch Marketing übernehmen sollte, dann wäre eine Menge Arbeit. Aber wie gesagt, dafür bin ich mir nicht zu schade. Und ich glaube eben, in besonderen Zeiten muss man eben besondere Aktionen starten. Und das ist eben eine besondere Situation mit der Corona-Krise, eben, dass man dem Verein ein Stück weit dann auch helfen kann. Viele Aktionen haben auch unsere Fans gestartet in den vergangenen Wochen und Monaten. Nochmal mit Blick hier aufs leere Stadion, das wir vor uns haben. Das tut schon verdammt weh, dass sie nicht da sind. Es hat viele Aktionen gegeben. Es ist unheimlich viel Geld durch Spenden der Fans gekommen. Nach dem letzten Spiel waren trotz Corona viele Fans vor dem Stadion mit dem nötigen Abstand, haben der Mannschaft, die dann rausgegangen ist, ja auch applaudiert, so traurig und bitter die Situation war. Wie ist dein Kontakt im Moment mit den Fans? Ja, es ist natürlich ein bisschen alles jetzt schwieriger. Dadurch, dass wir auch bei uns am Trainingsgelände alles gesperrt haben, darf keiner mehr drauf. Hier natürlich am Stadion, wenn man im leeren Stadion spielt und dann auch vorm Stadion, war ja auch ganz klar die Vorgabe, dass sich keine Fans versammeln dürfen. War ja auch das Thema eventueller Spielabbruch, wenn sich eben Fans vorm Stadion versammeln. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ich glaube halt, dass ich mit einigen Fans weiterhin im Kontakt stehe, was aber auch telefonisch meistens ist oder per Mail. Und dass man eben gewisse Dinge auch erklären kann, im Austausch ist. Und wie gesagt, was ich auch eingangs gesagt habe, wir Sportler oder Fußballer freuen sich eben vor Zuschauern zu spielen. Und da hoffe ich natürlich auf die neue Saison, dass eben vielleicht schon ein Teil der Zuschauer wieder zurück ins Stadion dürfen. Auf jeden Fall waren die Aktionen der Fans auch überragend und völlig unabhängig davon, wie viel Cent, Euro da geflossen sind. Das hat einfach auch verdammt gut getan zu sehen, dass die Menschen nicht loslassen. Und ich glaube, du und auch ich und alle anderen wissen dann immer wieder, für wen wir das Ganze hier eigentlich machen. Ja, unsere Fans sind einmalig und ich glaube, ich muss nicht jedes Mal immer wieder dieselbe Schallplatte auflegen, unsere Fans loben. Wir wissen alle, was wir an ihnen haben und das glaube ich, das spüren sie auch, das wissen sie auch. Und wir sind alle dankbar, denn sag ich mal, wo wären wir ohne unsere Fans? Denn da erinnere ich mich einfach an die schwierigen Zeiten, die wir vor einigen Jahren hatten. Ohne sie würden wir nicht dastehen, wo wir sind. Und genauso ohne unsere Sponsoren und Gönner genau dasselbe. Und das wissen wir schon ganz genau einzuschätzen. Und unsere Fans, die haben uns jetzt eben in der Corona-Zeit extrem gefehlt. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es allen gut geht und dass wir alle gemeinsam die Situation gut meistern und uns dann in der neuen Saison hoffentlich im Stadion wiedersehen. Fans sind zum Glück auch emotional. Sie, wie auch Medien, wie jeder andere, haben darüber diskutiert, woran hat es denn am Ende gelegen in der vergangenen Saison, wo uns ja vielleicht dieses eine blöde Tor in der Nachspielzeit in München das Ende bereitet hat, aber es gab sicherlich auch tausend andere Situationen in der ganzen Saison. Welche Lehren und welche Schlüsse habt ihr jetzt so aus der vergangenen Saison gezogen?
Ja, ich meine, dass wir jedes oder nach jeder Saison immer die Saison analysieren, ist ja klar. Es ist natürlich eine sehr große Enttäuschung auch bei uns nach dem letzten Spieltag gewesen. Und wenn wir eben sehen, was wir auch gesagt haben, was unsere Zielsetzung ist für diese Saison, wo wir ja gesagt haben, wir wollen Ausbildungs-, Weiterbildungsverein sein, wir wollen junge Talente entwickeln, wir wollen Spieler aus der Region holen, wir wollen einen erfrischenden Fußball spielen. Das alles haben wir aus meiner Sicht geschafft. Natürlich, wenn man so lange Tabellenführer ist, ist die Enttäuschung sehr groß, wenn man es am Ende eben nicht schafft, das Ziel zu erreichen. Und da glaube ich einfach die Lehren, das ist, die einen sagen, wir hatten einen zu kleinen Kader. Ja, da bin ich wieder bei der Glaskugel. Ja, keiner konnte wissen, dass Corona kommt. Ja, das andere ist, wir hatten dann auch ein Stück weit mit Verletzungen zu kämpfen in der Corona-Zeit, wo wir einfach sagen, in einer normalen Saison hätten die Spieler vielleicht ein Spiel gefehlt, in der Corona-Zeit eben drei. Und dadurch, dass alle drei Tage gespielt worden ist. Und das sind eben Sachen, wo wir auch in der Zukunft, wie wir auch jetzt diskutiert haben, wollen wir den Kader weiterhin größer machen, beziehungsweise noch mehr Spieler im Kader haben, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wir einfach sagen, wir haben einen geringeren Etat, wollen natürlich Qualität holen, und wenn wir Qualität holen wollen, dann kann ich keinen großen Kader aufstellen. Und natürlich ist da ein Stück weit Risiko dabei, aber wir wollen ja oben angreifen, wir wollen ja oben mitmischen und weiterhin erfrischenden Fußball und guten Fußball spielen. Und deswegen werden wir in der Hinsicht die Kadergröße ähnlich belassen und werden natürlich einige Neuzugänge dazu holen. Aber das, was du ja auch sagst, alleine nur Bayern München, das Tor in der 93. Minute, das glaube ich ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern dass man eben das Spiel gegen Jena zu Hause nicht gewonnen hat. Dass man natürlich, sag ich mal, durch unglückliche Fehler, die man dann vielleicht gemacht hat, auch zwei, drei Punkte verschenkt hat. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben eine sehr junge Mannschaft gehabt und dass sie dann Fehler machen, das ist menschlich, ne? Die tun natürlich extrem weh, aber deswegen werden wir da keinen an die Wand nageln und sagen, er ist schuld oder wie auch immer, sondern wir sind ein Team, wir halten zusammen und wir müssen aus Fehlern lernen und es eben in der kommenden Saison wieder mit positivem Elan rangehen und sagen, wir wollen eine gute Saison spielen, wir wollen oben mitmischen, was schwer genug wird, weil man eben auch sieht, welche Mannschaften, wie sie sich verstärkt haben, welche finanziellen Mittel sie haben. Und aber wir trauen uns das zu. Auf welchen Positionen sucht ihr? Ja, momentan ist es ja so, dass wir sagen, wir würden gerne auf der Innenverteidigerposition was machen, auf der Sechs was machen, überlegen, sage ich mal, links hinten Backup zu holen. Da müssen wir halt dann schauen. Das sind momentan so unsere Prios. Für die rechte Außenverteidigerposition ist auch noch eine Überlegung. In der Offensive sind wir gut aufgestellt. Da verlässt uns ja Stand jetzt noch keiner und deswegen glaube ich, haben wir ein gutes Fundament. Der Vertrag mit Darius Scholtysik ist nicht verlängert worden. Er hat uns nach einer persönlich tollen Zeit jetzt verlassen. Philipp Klug, der schon lange auch mit dabei ist, ist jetzt Co-Trainer. Was zeichnet Philipp aus? Ja, Scholti hat uns verlassen. Das ist, sag ich mal, im Fußball was ganz Normales. Und Philipp ist einfach, den ich ja damals von der Sportschule Köln geholt habe, der eben extrem viel Fußballwissen hat, der, sag ich mal, mit dem Verein identifiziert, der sehr großes Fachwissen hat, der sehr gute Ansprachen hat, der gut bei der Mannschaft ankommt, der loyal ist, der mit dem Trainer sehr gut kann, da verspreche ich mir sehr viel. Und wenn ich halt überlege, er ist noch sehr jung und für sein Alter ist er schon extrem weit. Und da glaube ich einfach, dass es ein Gewinn für uns ist, eben so einen Menschen dann im Trainerteam zu haben. Und da wird es sicherlich noch eine Veränderung geben, aber das vielleicht mal nächste Woche. Und da glaube ich einfach, dann sind wir gut aufgestellt. Vor einem Jahr lag der MSV mit dem Etat in der Geldtabelle der Liga irgendwo so zwischen Rang 6 und 8. Wir sind dann weiter oben gelandet, knapp vorbei ist, aber dann eben auch daneben. Wo stehen wir jetzt und was ist drin? Jetzt glaube ich einfach, dass wir im Mittelfeld der dritten Liga stehen vom Budget her. Aber
Davor habe ich keine Angst, weil ich einfach glaube, dass wir ein gutes Fundament in der Mannschaft haben, dass wir die richtigen Spieler holen werden, um eben, sage ich mal, auch mit unserem Budget die Möglichkeit zu haben, eben oben anzugreifen beziehungsweise oben mitzumischen. Und da glaube ich, dass wir das gut kompensieren können. Und hoffe natürlich, dass die Mannschaft da anfängt, beziehungsweise wieder da anfängt, wo sie letztes Jahr angefangen hat, nämlich mit einem erfrischenden Fußball, mit einem erfolgreichen Fußball und eben mit Zuschauern wieder im Stadion. Wen siehst du in der Liga, zumindest mal Stand heute, rund 6-7 Wochen vor dem Start vorne? Ich glaube, dass man alleine schon Ingolstadt, Kaiserslautern, dass man Rostock möchte auch jedes Jahr aufsteigen, die Absteiger natürlich aus der zweiten Bundesliga. Da hat man schon, sage ich mal, 8, 9, 10 Mannschaften. Uerdingen probiert es immer wieder. Da glaube ich einfach, dass es sehr schwer wird. Und man hat auch in der letzten Saison gesehen, wie viele Mannschaften um den Aufstieg gespielt haben, auch die letzten 2 Spieltage. Da glaube ich, wird wieder ein Hauen und Stechen, aber wie gesagt, wir wollen natürlich mitmischen. Du hast gerade auch schon gesagt, Corona begleitet uns weiter. Wir hoffen, dass bei uns, aber natürlich auch bei den Fans, bei den Freunden, Familien der Fans alle gesund bleiben. Heißt auf der anderen Seite auch, wenn es mit dem Training jetzt losgeht, werden wir immer noch keine Fans aufs Gelände in Meiderich lassen dürfen, werden Testspiele weiter ohne Fans machen dürfen, wissen noch nicht, wie es dann zum Ligastart aussieht, hier in der Schauinsland-Reisen-Arena, wie viele dann wieder rein dürfen, ob welche rein dürfen. Wird es ein Trainingslager geben? Ja, ich meine, es sind sehr viele Fragezeichen, was Zuschauer angeht. Am Anfang wird es halt eben ohne Zuschauer sein. Wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass irgendwann die Zuschauer wieder reinkommen können. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen und Vorgaben. Und ja, wir werden ja ein Trainingslager machen, wie letzte Saison, auch in Holland. Wieder einfach 6 Tage, wo ich einfach sage, das ist extrem wichtig, auch für die neuen Spieler, sich schnell zu integrieren, schnell zu wissen, wie die Mannschaft tickt, wie die einzelnen Spieler, damit sie schneller kennenlernen. Und da glaube ich immer, ist es ganz wichtig. Bevor wir dir jetzt gleich mitsamt Trainerstab und Mannschaft ein glückliches Füßchen wünschen für die neue Saison, trotzdem mal so ein bisschen Blick in die Glaskugel, wenn du 3 Wünsche frei hättest für die neue Runde. Das ist immer mit der Glaskugel. Hast sie ja auch nicht frei, nur wenn du sie frei hättest. Ich sage immer, die Glaskugel haben alle anderen und ich habe sie nicht. Ne? 3 Wünsche, wenn ich sie frei hätte. Es ist immer, sage ich, für mich ist immer entscheidend, dass wir alle gesund sind, dass wir glücklich sind. Natürlich wünsche ich mir, dass wir den Aufstieg schaffen. Ne? Trotzdem sage ich immer, oberste Priorität, Gesundheit, Familie und dann kommt unser Job. Und das wünsche ich jedem vom ganzen Herzen, dass alle MSV-Fans, alle Sponsoren, Investoren, dass sie alle gut durch die Corona-Zeit kommen und eben wir uns dann gesund wieder zur neuen Saison sehen. Und das sind, glaube ich, die Wünsche, die ich nehmen würde. Und vielleicht dürfen wir uns dann ja am Ende der Saison endlich auch wieder richtig in den Arm legen. Da würde ich mich freuen. Ivo, das war die erste Folge unseres Podcasts zwischen Wedau und Westende. Vielen Dank, dass du da warst. Toi, 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 bleib gesund. Und ihr daheim, die ihr zuhört, bleibt auch gesund. Danke. Ciao.